glaube, wir müssen mehr Verantwortung übernehmen. Wir übernehmen zu wenig Verantwortung. Verantwortung steht nicht ganz so hoch im Kurs. Ich denke, wenn wir die Welt ein kleines Stückchen besser machen möchten, für uns und für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft, dann müssen wir mehr Verantwortung für die Gemeinschaft übernehmen. Und das bedeutet, dass wir in allererster Linie erstmal mehr Verantwortung für uns selbst übernehmen. Wir wollen alle ein glückliches Leben führen. Das bedeutet, wir wollen tolle Partnerschaften haben, voller Liebe. Wir wollen lieben und geliebt werden. Wir wollen gesund und munter sein. Wir wollen materiell stark, vielleicht sogar finanziell frei sein. Und wir wollen eine Aufgabe haben, die uns Spaß macht. Uns soll es einfach gut gehen. Unser Liebsten soll es gut gehen. Und wenn wir es uns aussuchen können, dann soll es allen anderen ein Stückchen besser gehen als heute. Und das könnten wir erreichen, wenn wir alle ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen würden für uns und unser Umfeld. Und tatsächlich wäre das auch möglich, wenn wir alle ein bisschen mehr Verantwortung für uns selbst und für unser Umfeld übernehmen würden. Aber warum machen wir das nicht? Weil entgegen aller Beteuerung Verantwortung gar nicht so einen guten Ruf hat. Wird eher gemieden. Warum ist das so? Ganz einfach, es macht Arbeit, kostet Zeit, meistens sogar Geld. Und wenn es nicht ganz so gut läuft, gibt es auch noch Ärger. Verantwortung heißt, Pflichten zu haben. Und Pflichten drückt Müssen aus. Und Müssen drückt Zwang aus. Und wer wird schon gern gezwungen, irgendwas zu tun? Verantwortung ist negativ bewertet. Wenn ich zu Ihnen sage, Sie haben jetzt die volle Verantwortung, dann haben Sie meist so ein beklemmendes Gefühl, weil Sie wissen, wenn es nicht hundertprozentig klappt, dann kriegen wir den Ärger. Verantwortung wird verbunden mit Angst. Und zu guter Letzt nimmt uns Verantwortung den letzten Ausweg. Deswegen geben wir das lieber jemand anderem, dann ist der nämlich schuld. Dem Chef oder der Firma oder der Partnerin, dem Partner oder vielleicht irgendeinem Berater. Und wenn gar keiner da ist, gern der Regierung, die ist eh immer schuld. Und damit rauben wir ihm die Kraft, die Vorteile. Wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, da gibt es plötzlich positive Seiten und das ist eine feine Sache, dann werden Sie sagen, das hört sich jetzt komisch an. Aber tatsächlich gibt es natürlich eine gute Seite und die wird oft unterschätzt, weil die eine wahnsinnige Kraft hat, diese Verantwortung. Wenn ich die volle Verantwortung für etwas übernehme und ihr auch gerecht werde, dann ist Erfolg garantiert. Ja, sie ist der Schlüssel zu allem, zu Besserungen in allen Bereichen. Sie kriegen bessere Ergebnisse, ob in Gesundheit, Finanzen, Beziehungen, was auch immer, Lebensqualität. Denn es ist, wie das Wort schon sagt, eine Antwort auf das, was ich da reingebe. Ist das einfach? Nein, natürlich nicht. Natürlich ist das manchmal anstrengend. Ich will mal ein Beispiel geben aus meinem Leben, wie sich das auswirken kann. Ich habe im Leben früh die Verantwortung dafür übernommen, Geld zu verdienen. Tatsächlich habe ich aber was vergessen, nämlich Ordnung, Klarheit, Sicherheit. Das fand ich doof. Das Ergebnis, ich habe früh viel Geld verdient, aber ich habe nie welches gehabt. War nicht ganz so lustig, wie es sich heute anhört, aber wenn Sie wüssten, welche Schwierigkeiten, Probleme, Dinge ich für mich und meine Familie damit geschaffen habe, dann bereue ich heute natürlich die Verantwortung nicht früher voll übernommen zu haben. Tatsächlich hat sich das erst geändert, als ich endlich die volle Verantwortung übernommen habe. Das gilt für alle Lebensbereiche. Sie brauchen keine Diät machen, wenn Sie keine Verantwortung für Ihren Körper dauerhaft übernehmen. Wenn wir nicht eine glückliche Beziehung verantworten wollen, dann brauchen wir auch zu keinem Paartherapeuten. Es geht um alle Bereiche des Lebens. Wenn Sie ein Unternehmen haben, dann sind Sie und Ihre Mitarbeiter verantwortlich für die Ergebnisse. Und unsere Ergebnisse des Unternehmens sind davon abhängig, ob wir und unsere Mitarbeiter die Verantwortung dafür übernehmen. Und wenn wir glücklich sein wollen, und wir wollen ja offenbar alle glücklich sein, dann müssen und dürfen wir die Verantwortung übernehmen dafür. Und jetzt frage ich Sie an dieser Stelle, wenn wir verantwortlich sind für unser Leben jetzt und in Zukunft und für alle Bereiche, dann müssen wir uns natürlich die Frage stellen, gibt es denn vielleicht Bereiche, die noch nicht so sind, wie wir sie gerne gehabt hätten? Und haben wir da tatsächlich auch schon die volle Verantwortung übernommen? Und dann ignorieren Sie das nicht. Dann schieben Sie das nicht weg, sondern dann begrüßen Sie die. Fangen Sie an, die zu mögen, die zu lieben. Und schauen Sie, was sich für einen Schwung in Ihrem Leben daraus entwickeln kann. Egal wie gut wir sind, ich glaube, wir können alle unsere Verantwortung uns selbst gegenüber steigern. Und ich wünsche mir und glaube fest daran, dass wenn wir alle gemeinsam mehr Verantwortung für die Gemeinschaft und den Planeten übernehmen, dann können wir die Welt ein Stückchen besser machen. Dankeschön.